Die ersten Infos zu Eevee Hero sind jetzt draußen und ich wollte euch nochmal ganz kurz sagen, wann die Silverlands und Blackjet Sachen bei uns in dem Shop kommen. Herzlich willkommen, Leute, zu dieser ganz, ganz kleinen News-Folge. Und zwar, ihr fragt die ganze Zeit, ob wir Silverlands und Blackjet auch in den Shop bekommen. Die kamen jetzt letzte Woche Freitag raus. Ja, wir werden die bekommen. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, wahrscheinlich vermutlich ungefähr Ende dieser Woche. Checkt aber unbedingt Instagram ab, da werden wir eine Story und einen Infopost machen, wenn die Sachen bei uns da sind, weil dann kommen die nämlich direkt bei uns in den Shop. Kommen wir jetzt zum Hauptthema, und zwar Eevee Heroes. Das Set kommt ja am 28.05. in Japan raus und dreht sich mehr oder weniger quasi komplett um Eeveelutions, also ein ganzes Set, wo es wirklich sich hauptsächlich um Evolis dreht. Ihr habt schon teilweise sehr oft gefragt, yo, gibt's das auch bei euch im Shop? Wir wissen es noch nicht ganz genau, ob es bei uns im Shop kommt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir davon was ergattern können. Versprechen können wir aktuell aber noch nichts. Aber ich würde sagen, ich erzähle euch mal ein paar kleine Einzelheiten zu dem Set. Und zwar gibt es zum einen von dem Set wieder Displays und es wird auch so eine kleine Premium Collection geben in Japan. Und zwar haben die 8 Booster insgesamt und ein kleines Promo Booster Pack. Und zwar gibt es da nämlich VMAX-Form von Flamara, Aquana, Blitzer und Psyana. Das heißt, ihr habt quasi diese Box mit 8 Booster und so ein kleines Promo Booster. Da kann dann eine von diesen 4 VMAX Boostern drin sein. Das Pack Artwork, wie ihr auch sehen könnt, ist super, super cute. Es sind eigentlich alle Eeveelutions drauf, die dabei sind. Evoli ist auch dabei. Evoli wird aber wahrscheinlich keine VK in diesem Set haben. Da die 1-4 Karten ja dann als Promo drin sind, gibt es dann Nachtara, das gute Glaziola, Fulipurba und Felinara als VMAX in dem Set dann wahrscheinlich. Zusätzlich soll es auch wieder diese große Special Premium Collection Box geben, die es ja immer zu den japanischen Sets geben. Und zwar werden da wieder dann 2 Displays drin sein, eine Deckbox und Sleeves und wahrscheinlich auch dieses VMAX Promo Booster mit diesen 4 verschiedenen VMAX Karten, die da drin sein können. Des Weiteren gibt es auch in dem Set wieder eine Shiny Karte und soll das Inteleon in Gold Shiny sein, wie schon in den letzten Sets quasi. Und es gibt noch eine ganz, ganz kleine Änderung quasi bei den Boostern. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber es gibt jetzt zu den 5 Karten, die Japaner normalerweise haben, gibt es jetzt so eine Puzzle-Karte. Dieses Puzzle-Spiel ist quasi ein eigenstehendes kleines Spiel, was quasi so die Leute, die das TCG an sich nicht spielen, so ein bisschen catchen sollen, dass du quasi noch was Kleines hast. Was auch noch in dem Artikel drin steht, ist, dass Eevee Heroes eine große Anzahl an Special-Karten haben wird, was sehr, sehr, sehr geil klingt. Man weiß auch nicht ganz genau, was es sein soll. Die ganzen Karten sollen auch ungefähr in der nächsten Woche, also die ersten Karten sollen in der nächsten Woche kommen und dann kurz vorm Set-Release gibt es dann noch die Secret Rares wieder, wie jetzt bei Silverlands und Blackjet. Aber was kann mit diesen Special-Karten gemeint sein? Kann natürlich gut sein, dass wieder solche alternativen Artworks damit gemeint werden. Und holy fuck, Leute, was soll denn bitte passieren, wenn jede Eeveelution eine alternative Artwork bekommen soll? Alter, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall mal ziemlich wild, das Set. Also, so viel kann man schon sagen, auch wenn man noch nicht so viel dazu weiß. Es ist jetzt allerdings noch zu früh, um zu sagen, wie das Set ganz genau bei uns kommen wird. Es kann sein, dass das Ganze bei uns im 7er Set sein wird, vielleicht aber auch in dem Set danach. Man weiß ja auch noch nicht ganz genau, was in Schaurige Herrschaft bei uns drin sein wird. Wahrscheinlich wird es, wie gesagt, so sein, dass halt einfach einige Karten einfach in dieses November-Set vielleicht sogar reinkommen kann, wo spekuliert wird, weil es kommt ja jetzt im November dann auch Gen 4 Remake rein. Wir haben ja auch Gen 4 Eeveelutions, also es könnte vielleicht zusammenpassen. Eventuell mit diesen ganzen Special Karten, die da ja auch announced wurden, kann es auch sein, dass es vielleicht ins 25-Jahres-Set reinrutscht. Wie gesagt, das weiß man noch nicht ganz genau, aber egal wie, wir hoffen auf jeden Fall mal, dass die Karten bei uns erscheinen werden und ich sag mal so, eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Karten nicht zu uns kommen. Das war's dann jetzt auch mit dieser ganzen kleinen News-Folge. Wie gesagt, wenn es zu dem Set direkt neue Sachen gibt, dann werden wir direkt eine neue Folge machen, wenn es irgendwie neue Karten gibt oder so weiter und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt, weil das Set interessiert euch ja sehr. Und ja, wie gesagt, ich würde einfach sagen, checkt sehr, sehr gerne Instagram ab oder den Shop unten in der Videobeschreibung. Ansonsten natürlich auf Twitch. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.